Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video. Ich habe jetzt heute ein etwas größeres Projekt vor, sage ich jetzt mal. Und zwar möchte ich alle meine ausgelevelten Pferde personalisieren. Ihr kennt ja hier diese Funktion, ne? Hier bei dem Pferd habe ich schon gemacht. Hazel ist eine Stute und sie ist ein Jungpferd. Das kam ja vor letztes Update rein. Und ja, ich lasse mich jetzt mal abholen, während ich hier quatsche. Und das wird jetzt ein bisschen länger dauern, weil ich habe schon ziemlich viele ausgelevelte Pferde. Und ich habe mir gedacht, ich könnte es eigentlich mal angehen. Mal schauen, ob ich jetzt heute alles schaffe. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und dann verknüpfe ich das jetzt quasi so ein bisschen mit einem alle meine ausgelevelten Pferde-Video. Das interessiert ja auch manche immer. So, die beiden schaffe ich hier mal raus. Okay, dann machen wir das Ganze mal erstmal kurz nach Level. Ich lasse das natürlich jetzt nicht so, weil sonst komme ich nachher durcheinander, weil die sind ja hier nicht sortiert in dem Sinne. Ich wollte jetzt nur erstmal gucken, wie viele ausgelevelte Pferde ich denn habe. Okay, also wartet mal. Ich zähle mal kurz zusammen, ja? Ab hier geht es ja schon los. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müssten es 119 ausgelevelte Pferde sein. Uff. Ich glaube, das Video wird lange. So, dann sortieren wir das Ganze mal nach Rasse, würde ich sagen. Aber dann komme ich nicht ganz so schnell durcheinander. So, Hazel kommt hier vorne rein und dann schnappe ich mir jetzt einfach mal alle, die Level 15 sind, innerhalb einer Rasse. Und warum ich das jetzt erstmal nur mit den ausgelevelten Pferden machen möchte, ist, weil ich halt auf denen kaum mehr reite, außer mal für ein Championat oder so. Aber ich mache eigentlich nicht so wirklich viele Championate. So, es ist auch wurscht, das muss jetzt nicht unbedingt sortiert sein. So, jetzt ist hier schon alles fertig. Und ich bei den Pferden, die halt noch nicht ausgelevelt sind, das halt auch mal machen kann, wenn ich dann sie das erste Mal reite. So, ich würde mal sagen, jetzt erstmal bis hier, wobei Moonflower kann ich vielleicht auch noch machen. Okay, erstmal bis hier und dann geht es nachher mit den Appaloosa weiter. Sonst komme ich durcheinander. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich finde es auch mal schön, mal wieder so die Pferde zu sehen, die man schon ausgelevelt hat. So, hier haben wir einmal Supernova. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie mache ich denn das? Kann ich das über das Schild hier machen? Geht das? Supernova ist auf jeden Fall ein Hengst. Und er ist erwachsen. So, hat es sich jetzt gemerkt, wenn ich jetzt da drauf gehe? Ja, sehr schön. Also man kann das über das Schild machen. Ich will das nur noch mal ganz kurz. Ich bin ein bisschen paranoid, Leute. Nur, ob das jetzt wirklich geklappt hat. Ja, aber es hat geklappt. Okay, super. Okay, also man kann das über das Schild machen. Das ist natürlich cool. Dann wird das jetzt ein bisschen schneller gehen. So, dann haben wir hier Honey Pie. Honey Pie ist eine Stute und sie ist auch erwachsen, oder? Ja, sie ist auch erwachsen, würde ich sagen. Speichern. So, nur nochmal Doppelcheck. Ja, aber es scheint zu funktionieren. Ja, wunderbar. So, dann haben wir hier Moondust. Moondust ist dann wieder ein Hengst. Und Moondust ist ja auch erwachsen. So, aufpassen, dass ich jetzt nicht bei jedem Pferd dasselbe mache, ne? So, dann haben wir hier Dizzy. Boah, Dizzy, ist das jetzt ein Hengst oder eine Stute? Ich hätte jetzt gesagt, Dizzy ist vielleicht eher noch eine Stute. Und zwar ein Jungpferd. Das passt doch, oder? Dann haben wir hier Birdsong. Oh, Birdsong ist auch eine Stute, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Und vielleicht schon eher ein Senior? Ja, ich denke, das passt zu dem Pferd. So, dann haben wir hier Wild Destiny. Ist auch eine Stute, oder? Destiny klingt nach Frau. Und ist erwachsen. Okay, dann haben wir hier Smokestorm. Smokestorm ist auf jeden Fall ein Hengst und er ist erwachsen. Jawohl. Dann haben wir hier Lunamoon. Oh, das ist jetzt auch schwierig. Ist das ein Hengst oder eine Stute? Eine Stute eher wahrscheinlich, ne? Eine Stute und zwar mal ein Jungpferd, dass man nicht immer das gleiche hat. Ja.
Okay. So, dann haben wir hier Fluttershy. Fluttershy ist auch wieder eine Stute. Irgendwie habe ich sehr viele Stuten. Und ist wieder ganz normal erwachsen. Okay, dann geht es hier weiter mit Copperdust. Copperdust ist ein Hengst. Und er ist erwachsen. Hätte ich jetzt gesagt. So. Dann haben wir hier Sunflower. Das ist auf jeden Fall eine Stute. Und auch erwachsen. Dann haben wir hier Buttercup. Oh, ich liebe dieses Pferd, das ist so schön. Auch eine Stute. Ja, auch ganz normal erwachsen. Dann haben wir hier Rose Petal. Das ist auf jeden Fall eine Stute. Und auch erwachsen. So, dann haben wir hier vorne Night Shadow. Oh, der ist so schön. Das ist auf jeden Fall ein Hengst. Und vielleicht eher ein Jungpferd mal noch. Dass man mal noch hier ein bisschen Variation hineinbringt. So, und dann haben wir hier noch Moonflower. Moonflower ist auch eine Stute, eine Flower. Und bist du vielleicht eher ein Senior? Sag mal, ich glaube, du bist ein Senior, oder? Glaube, das passt ganz gut. So, und dann haben wir hier noch Sandstorm. Sandstorm ist auch auf jeden Fall ein Hengst und ein Senior. Jawohl. So, jetzt nochmal ganz kurz, nur um es zu kontrollieren. Das wäre nämlich echt ärgerlich, wenn ich das jetzt alles mache und das gar nicht gespeichert wird. Aber doch, es ist drin. Sehr schön. So, dann holen wir uns gleich mal die nächste Fuhre Pferde. Sodala, weiter geht es. Dann haben wir hier noch den Appaloosa Jam. Jam ist auf jeden Fall ein Hengst. Und der ist erwachsen. Oder ist er eher. Vielleicht ist er auch ein Jungpferd. Nee, er ist erwachsen. Das passt schon. So. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viel ausgelevelte Pferde ihr habt. Snowbell ist eine Stute und sie ist auf jeden Fall zeitlos. Ich finde, die Urpferde, also die magischen Pferde, sind alle zeitlos. Das passt irgendwie am besten. So, dann haben wir hier ein paar Clydesdales. Einmal Superhero ist auf jeden Fall ein Hengst und erwachsen. Oh, hier, das war das erste Pferd, was ich mir gekauft habe. Chip Chunk ist auf jeden Fall ein Hengst und ist auch erwachsen. Oh, ja, der ist einfach, er ist toll. Ich finde ihn immer noch mega. Der war das erste Pferd damals, also nach meinem Anfangspferd halt, ne? Das erste, was ich mir gekauft habe. So, dann haben wir hier Night King, ist auf jeden Fall ein Hengst und auch erwachsen. Dann haben wir hier noch Fox Flash, ist auf jeden Fall auch wieder ein Hengst. Und der ist vielleicht mal ein Jungpferd. Ein sehr großes Jungpferd. Dann haben wir hier Jellybean. Jellybean ist ein Hengst. Und er ist vielleicht auch ein Jungpferd noch. Jawohl. Dann haben wir hier Peppermint. Das ist auf jeden Fall auch ein Hengst. Aber vielleicht ein erwachsener Hengst. Wie findet ihr diese neue Möglichkeit, die Pferde zu personalisieren? Das würde mich mal sehr interessieren. Archie ist auf jeden Fall auch ein Hengst. Und der ist erwachsen. Und ich finde ihn einfach, ich finde ihn so schön. Wow, er ist so toll einfach. Er ist richtig hübsch. Dann haben wir hier Crowny. Crowny ist auch ein Hengst. Jetzt kommen gerade ziemlich viele Hengste. Crowny ist vielleicht noch ein Jungpferd, oder? Dann haben wir hier Time Ghost. Das ist auf jeden Fall auch ein Hengst. Und der ist auch echt schön, ne? Den will ich jetzt mal erwachsen machen. Das war jetzt noch ein Generation 2 Araber. Die sind auch echt hübsch. Ich glaube, von den Generation 2 werde ich mir noch ein paar kaufen irgendwann mal. Irgendwann mal. So, dann haben wir hier Bett. Oh, der ist auch so schön. Das ist ein Hengst. Und auch erwachsen. Oh, er ist so hübsch.
Dann haben wir hier zwei frei. Dann haben wir hier noch Chippy. Und Chippy. Chippy ist auch ein Hengst. Und erwachsen. Und dann haben wir hier noch Sunshine. Sunshine ist dann mal wieder eine Stute. Und ist auch erwachsen. So, dann haben wir wieder alle geschafft. So, dann haben wir hier einige ausgelevelte Curlys. Einmal Marble Cake. Marble Cake ist ein Hengst, hätte ich jetzt gedacht. Und vielleicht eher ein Jungpferd. Ach, hier, die Curlys, die sind so schön. Und dann haben wir hier Poppy. Poppy ist auf jeden Fall eine Stute. Und sie ist erwachsen. Dann haben wir hier Riverdale, ist auf jeden Fall wieder ein Hengst und ist vielleicht mal ein Senior. Dann haben wir hier Bumblebee, das ist wieder eine Stute und sie ist vielleicht auch noch ein Jungpferd. So, dann haben wir hier ein paar Fjordis. Morning Mist ist ein Hengst. Hengst, oder? Oh, manchmal ist das echt schwierig zu sagen. Ja, ist erwachsen erstmal. Okay. Dann haben wir hier Flashlight. Ich brauche die Türen eigentlich gar nicht mehr aufmachen. Ne? Man sieht die Pferde auch so. Flashlight ist auch ein Hengst. Und ist vielleicht ein Jungpferd. Dann haben wir Lucky Charm. Ist auf jeden Fall ein Hengst. Und ist ganz normal erwachsen. Ich finde es so cool, wenn irgendwann, also falls es das irgendwann mal gibt, was ich nicht glaube, Tiny Twin ist auch ein Hengst. Das war übrigens das zweite Pferd, was ich mir gekauft habe. Was ich gerade sagen wollte, ich finde es so cool, jetzt wo man auch Geschlecht und so festlegen kann, wenn man irgendwann auch züchten könnte. Ich glaube zwar nicht, dass es kommt. Hier haben wir noch ein Curly. Brave Boy ist auch ganz normal erwachsen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es kommt, weil es einfach viel zu komplex wäre. Aber es wäre so cool. Träume darf man ja noch. So, dann haben wir hier Rockstar. Rockstar ist auf jeden Fall ein Hengst. Und erwachsen. Und der ist so schön. Und ich liebe die englischen Vollblüter. Ich liebe sie. Und ich bin so gehypt, dass es bald zwei neue Farben geben wird bei dem... Jetzt habe ich hier geguckt, wie das Pferd heißt. Sorry. Ach, Light Gaze. Okay, nochmal. Light Gaze ist eine Stute. Genau, jetzt bei dem Event werden ja drei neue Farben rauskommen und zwei davon sind englische Vollblüter und ich freue mich. Light Gaze ist erwachsen. Das ist richtig cool, ich finde die so schön. Ihr seht auch, ich habe auch einige ausgelevelt. Fox Friend ist ein Hengst und ist vielleicht ein Senior mal. Dann haben wir hier noch Silent Hunter ist auch ein Hengst und ist erwachsen. Oh, ihr seid so schön. Schöne Pferdis. Dann haben wir hier Chocolate Dream. Ist auch ein Hengst. Und ist auch erwachsen. Oh, sie sind einfach so schön. Dann haben wir hier noch Nightstar. Ist auch ein Hengst. Und ist vielleicht ein Jungpferd noch? Nee, ist auch erwachsen. Irgendwie passt Jungpferd zu denen nicht so. So, und dann haben wir hier noch magische Pferde. Einmal das Fawnsie Northlight. Das ist bei mir auch ein Hengst. Und ist zeitlos wieder. Weil es ist ja magisch. Und dann haben wir hier noch das Drachenpferd Jasper. Jasper ist auf jeden Fall auch ein Hengst. Und ist auch zeitlos. So, dala. Und weiter geht's mit der nächsten Fuhre Pferde. So, wir haben hier einmal Uno. Das ist ein Finnpferd und ist auf jeden Fall ein Hengst und erwachsen. Ich kriege wieder so Bock auf Level, ne? Wenn ich sehe, wie viele tolle Pferde ich eigentlich habe, die ich noch nicht gelevelt habe. Northstar ist vielleicht noch ein Jungpferd. Auch ein Hengst. Dann haben wir hier Dreamy. Dreamy ist eine Stute und ist erwachsen. Dann haben wir hier Dark Beauty. Das ist... Dark Beauty ist ein Hengst eigentlich, ne? Also Beauty, aber irgendwie habe ich mir den immer als Hengst vorgestellt. Und der ist ein Senior.
Dann haben wir hier Starshine. Starshine ist dann auf jeden Fall eine Stute. Vielleicht auch ein Senior. Die schaut einfach so seniorhaftig aus. Die normalen Friesen kommen ja dann noch, beziehungsweise ich habe erst einen von den normalen Friesen, also von den neuen Friesen ausgelevelt. Cake Pop ist ein Hengst und ein Jungpferd. Und dann haben wir hier Sky. Sky ist eine Stute und auch ein Jungpferd. Dann haben wir hier Bronzy ist ein Hengst und erwachsen. Dann haben wir hier vorne Carrot Chaser ist auch ein Hengst und ein Jungpferd. Den habe ich mir immer so etwas jünger vorgestellt. So, dann haben wir hier noch Sunny Soul. Sunny Soul ist eine Stute, würde ich sagen. Das war, glaube ich, das dritte Pferd, was ich mir gekauft habe jemals. Ich weiß nicht, so die ersten paar, die sind noch mehr in Erinnerung. Sunny Soul ist erwachsen, auf jeden Fall. So, dann haben wir hier wieder ein magisches Pferd. Wintersong ist auf jeden Fall ein Hengst und wieder zeitlos. Dann haben wir hier ein paar Tinker bzw. Irish Cops. Lion King ist natürlich ein Hengst. Der ist vielleicht eher ein Senior. Dann haben wir hier Lady Willow ist natürlich eine Stute. Und erwachsen. Dann haben wir Lion Queen ist eine Stute. Und vielleicht auch eher ein Senior, damit sie zu dem King passt. Dann haben wir Braveheart, ist wieder ein Hengst und der ist erwachsen. Okay, und dann war's das. Dann kommt die nächste Fuhrerpferde. Weiter geht es mit den Isländern. Da haben wir aber Buttercake. Buttercake ist eine Stute und sie ist ein Senior. Dann haben wir hier Moonwalker ist auf jeden Fall ein Hengst und erwachsen. Dann steht hier hinten Grey Mane ist auf jeden Fall ein Hengst und der ist vielleicht auch schon ein Senior. Dark Chaser ist wieder ein Hengst und er ist erwachsen. Little Wish ist eine Stute vielleicht eher, oder? Eine Stute und auch erwachsen. Dann haben wir hier Flower Girl, das ist auf jeden Fall eine Stute. Und vielleicht noch ein Jungpferd. Dann haben wir hier mal in Generation 3 Isländer. Mayo ist ein Hengst und er ist erwachsen. Dann haben wir Blueberry, das ist auch wieder ein Hengst. Der ist auch erwachsen. Dann haben wir hier Coffee Cup, das ist der eine Generation 3 Friese, den ich ausgelevelt habe. Ich mag die einfach nicht. Vielleicht mache ich aus denen einen Wallach, weil ganz ehrlich, der sollte sich einfach nicht fortpflanzen. Ich bin so gemein, ne? Aber nee, von dem wollen wir keine Nachkommen. Und du bist erwachsen. Das arme Pferd. Aber nee. Einfach nur nee. So, dann haben wir Chocolate Cookie. Das ist ein Hengst und er ist erwachsen. Dann haben wir Apple Cake. Ist auch wieder ein Hengst. Auch erwachsen. Dann haben wir Eistee. Da habe ich mir, glaube ich, mehr so als Stute vorgestellt. Auch erwachsen. Dann haben wir hier Honey Heart. Das ist auf jeden Fall eine Stute. Auch erwachsen. Dann haben wir Honey Hazel. Ist auch eine Stute. Ja, auch erwachsen. Ich mache irgendwie ziemlich oft halt erwachsen. Ne? Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig. Dann haben wir Lion Heart. Ist ein Hengst. Ist vielleicht mal ein Jungpferd, das wollen wir was anderes machen.
Dann haben wir Moonchild, ist auch ein Hengst, ist aber erwachsen. Und dann haben wir hier noch Tigerhoof, ist auch ein Hengst. Und dann machen wir vielleicht den mal als Senior. Ne, dass wir mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Jetzt kommen die Jorvik'schen Warmblüter. Da haben wir einmal Ruby Rose. Ruby Rose ist eine Stute und sie ist ein Senior. Dann haben wir hier Frostborn, mein Anfangspferd. Du bist ein Hengst und ich mache dich vielleicht auch als Senior, weil, naja, du bist mein Anfangspferd. Irgendwie, ja, muss der irgendwie ein bisschen älter sein. Dann haben wir Knight Rider. Den machen wir erwachsen, natürlich auch wieder ein Hengst. Dann haben wir Skyfeather, das ist, glaube ich, eher eine Stute und auch erwachsen. Dann haben wir hier Butterfly. Butterfly ist eine Stute und ist ja auch erwachsen. Dann haben wir hier Kokokiss, da sind wir jetzt bei den Knappstruppern. Das ist auf jeden Fall eine Stute und auch erwachsen. Dann haben wir Snowflower. Boah, ich habe mir den irgendwie immer mehr als Hengst vorgestellt, aber Flower, das ist auf jeden Fall eine Stute. Vielleicht ist das eher ein Jungpferd mal. Dann haben wir hier noch Popsong. Das ist auf jeden Fall ein Hengst und auch erwachsen. Dann haben wir hier noch Night Hunter. Das ist auch auf jeden Fall ein Hengst. Vielleicht mache ich dich mal auch zum Senior, dass wir mal noch ein paar Senioren mehr haben. Dann haben wir hier Wildfire, das ist auch auf jeden Fall ein Hengst. Und vielleicht mache ich dich mal zum Jungpferd. So, und dann haben wir hier ein paar Lusitanos. Einmal Angel Song, das ist auch ein, das ist eine Stute, ne? Und irgendwie ist das auch mehr ein Senior, finde ich. Eine Seniorin. Arctic Light ist ein Hengst und der ist erwachsen. Oh, das Pferd ist so schön. Das ist mein Lieblingspferd. Daisy Dream ist auf jeden Fall eine Stute und auch ganz normal erwachsen. Aber sie ist so schön. Oh, ich liebe dieses Pferd. So, dann haben wir hier noch Ravenblood, ist auch wieder ein Hengst. Ist auch erwachsen. Rosebell, oh, das ist auch so ein schönes Pferd, die mag ich auch total gerne. Ist auch ganz normal erwachsen und eine Stute. Dann haben wir hier noch Goldheart, ist auch wieder eine Stute. Oh, vielleicht mal ein Jungpferd, dass wir mal noch was anderes drin haben in der Herde. Dann haben wir hier noch Rose Dust, das ist auch so schön. Oh, ich liebe Rose Dust. Rose Dust ist auch ganz normal erwachsen. Jawohl, und weiter geht's. Dann haben wir ein paar ausgelevelte Mavaris. Wir haben hier einmal Droppy. Droppy ist ein Hengst und zwar ein Jungpferd. Dann haben wir Lemon Drop. Ist auch wieder ein Hengst, aber der ist vielleicht schon erwachsen. Dann haben wir hier vorne, ups, Summer Splash. Du bist auch wieder ein Hengst. Du bist vielleicht auch wieder ein Jungpferd. Dann haben wir hier noch Light Soul. Du bist auch wieder ein Hengst. Oder mache ich dich zur Stute? Vielleicht mache ich dich auch zur Stute, Dass wir hier mal noch was anderes haben und auch wieder erwachsen. So, dann haben wir hier vorne mal jetzt bei Morgens. Einmal Coffee Bean. Coffee Bean ist ein Hengst und erwachsen. Das war auch eines meiner allerersten Pferde. Dann haben wir noch Luna Watcher, das ist eine Stute und du bist vielleicht schon ein Senior. So, dann haben wir hier den Rune Runner und so heißt er bei mir Rune Racer. Wie einfallsreich. Du bist ein Hengst und bist erwachsen. Ich hoffe echt, dass sich das jetzt alles so speichert, ne? Ich bin so ein bisschen nervös. Das wäre echt blöd, wenn ich das alles gerade umsonst mache. Dann haben wir Cinnamon Heart. Das ist mein einziger Mustang. Und du bist auf jeden Fall ein Senior. Und ein Hengst. So, dann haben wir hier die ja, nordschwedischen Kaltblüter. Honeyhoof ist eine Stute.
und ist erwachsen. Dann haben wir hier Vanilla Cake, ist auch eine Stute. Wie ist vielleicht noch ein Jungpferd? Dann haben wir Little Duff, ist auch wieder eine Stute. Und erwachsen. Cookie Love ist dann mal ein Hengst. Das ist vielleicht auch noch ein Jungpferd. Dann haben wir hier noch Honeymoon. Das ist auch wieder eine Stute. Und vielleicht mal noch ein Senior. So. Dann haben wir hinten noch ein magisches Pferd, das Kürbispferd. Pumpkin Cake ist auf jeden Fall ein Hengst. Und wieder zeitlos. Jawohl. So, die letzten Pferde sind eingetroffen. Wir haben hier einmal Oki. Das ist das einzige Pferd Charol, das ich ausgelevelt habe. Oki ist auf jeden Fall ein Hengst. Und eine Erwachsene. Ich würde so viel traurig, weil ich mag die Pärsche raus voll gerne. Ich muss dringend mehr Pärsche raus ausleveln. So, dann haben wir hier Silver. Das ist wieder ein magisches Pferd. Und zwar ein Hengst und zeitlos. Dann haben wir hier noch meinen einen Shire, Honeybee. Ist auch ein Hengst auf jeden Fall. Und ist eher ein Senior. Dann haben wir wieder ein magisches Pferd, Silberblatt, ist auch wieder ein Hengst und auch wieder zeitlos. Dann haben wir noch ein paar Trakehner, einmal Skydancer, das ist auch ein Hengst und der ist vielleicht mal eher ein Senior. Dann haben wir hier noch Marble Mane, das ist auch wieder ein Hengst und der ist erwachsen. Oh, das ist eins meiner Lieblingspferde hier. Das ist Northwind. Der ist auch ein Hengst und auch erwachsen. Oh, das müsste jetzt das letzte Pferd sein. Wonder Willow ist wieder ein magisches Pferd. Das hätte ich jetzt fast als Stute gemacht mal. Und auch wieder zeitlos. Jawohl, dann müsste es das gewesen sein. Ich schaue jetzt gleich nochmal meine Liste durch, ob mir irgendwo ein Name ins Auge springt, den ich vielleicht vergessen habe. Okay, schauen wir es uns doch nochmal durch. Und zwar hätte ich das jetzt ganz gerne mal nach Namen sortiert. Dann ist die Sortierung mal wieder ein bisschen anders. Also Wonder Willow hatten wir, Wintersong hatten wir, Wildfire hatten wir auch, glaube ich. Wild Destiny, oh, weil ich glaube, ich würde es gar nicht checken, wenn ich eins nicht hatte. Ja gut, ich schaue es trotzdem mal so ein bisschen durch. Falls euch irgendwie auffällt, dass ich eins vergessen habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten habt ihr jetzt hier nochmal eine coole Namensliste von echt vielen Pferdenamen. Vielleicht ist ja da was dabei für euch, für euren nächsten Pferdekauf. Ja, aber eigentlich meine ich, dass ich alle erwischt haben müsste. Ich hoffe es. Hatte ich Peppermint? Ich bin da gerade echt nicht sicher, gell? Schade, dass man das hier nicht irgendwie sehen kann. Kurze Kontrolle, ob ich Peppermint schon hatte. Riverdale hatte ich ja. Boah. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren sollen, denn wäre ich da jetzt. Hatte ich Nightstar? Ich glaube, den hatte ich schon, oder? Boah. Oh Mann, wie schwierig. Es sind einfach zu viele Pferde, um dann sich das noch so merken zu können. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr so schreibt, wie viele ausgelevelte Pferde ihr habt. Was mich auch voll interessiert ist, ob ihr alle eure Pferde schon personalisiert habt oder ob ihr sagt, euch ist das zu blöd, ihr macht das gar nicht. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, allgemein, wie ihr diese Funktion so findet und ob ihr da auch gerne bei anderen mal guckt, was die so für ihr Pferd auswählen. Das macht mir ja nämlich eigentlich auch ganz recht viel Spaß, also zu gucken, was andere so machen mit ihren Pferden. Aber ich denke mal, ich habe dann alles. Ich gucke jetzt wirklich nur noch mal ganz kurz. Doch, hatte ich. Ja, hatte ich. Alles gut. Und hatte ich dich auch? Ach halt, hä? Ich dachte... Ah nee, ich hatte nur den einen. Okay, alles gut. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay. Ja, dann wird das schon passen. Na gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!